Ich sitze am Strand und schaue auf das Meer und auf den unendlich erscheinenden Horizont. Diese Vorstellung ist für mich das Bild von Sehnsucht. Denn Sehnsucht hat etwas mit Weite und mit Weitblick zu tun. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann suche keine Bretter zusammen und organisiere nicht die Arbeiter, sondern wecke in den Menschen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. So sagt sinngemäß Antoine de Saint-Exupéry. Und der Schriftsteller meint damit, dass eben unsere Sehnsüchte immer wieder uns motivieren. Deshalb ist es gut, immer wieder in sich hineinzuhorchen und zu schauen, wonach strecke ich mich aus und was erwarte ich vom Leben. Meine Sehnsucht im Glauben übrigens geht davon aus, dass es hinter dem Horizont weitergeht.